Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Schaltet gerne eure Mikrofone alle nochmal ein. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier beinahe jeden Morgen, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren, Vers für Vers. Neben der Bhagavad-Gita, unsere wichtigsten Texte im Krishna-Bewusstsein. Alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei unserem MTB-Podcast, nämlich His Holiness Krishna Kshetra Maharaj, herzlich willkommen. Es freut mich, mit euch und Ihnen dabei zu sein heute. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen außer Übung mit deutscher Sprache, aber vielleicht mit eurer Hilfe wird das laufen. Super, danke schön. Ja, also vielleicht von meiner Seite ein paar Worte zu unserem Gast heute, His Holiness Krishna Kshetra Swami. Ich kenne dich jetzt schon über 30 Jahre. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal auf einem Gauranga Bhajan Band Konzert gesehen. Die guten alten Zeiten. Hm? Ich glaube, es war in Hamburg. Ah ja. Und also Krishna Kshetra Swami ist auch ein einweihender spiritueller Meister in unserer ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, und ein direkt eingeweihter Schüler von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, und ist auch viel in Deutschland gewesen, obwohl du ursprünglich aus den USA stammst. Mhm. Und da wäre meine Frage, weil viele, auch die sich das auf YouTube vielleicht später noch anschauen,
haben vielleicht noch keine Ahnung, wer du bist. Und da habe ich gedacht, wir verwenden einfach ein paar Minuten, etwas über dein spannendes Leben zu erfahren. Ich denke, ja. Würdest du es so bezeichnen, dein Leben, spannend? Das wäre nicht das erste, meine erste Vorstellung, aber okay, vielleicht im gewissen Sinne, vielleicht verhältnismäßig zu einigen, aber naja. Also man kann wohl mal sagen, dass du wohl auch spannende Momente in deinem Leben hattest. Ja, wie wir alle, nicht? Ja, wobei ich glaube, da du stichst schon etwas heraus. Du warst auch maßgeblich daran beteiligt, dass zum Beispiel Krishna-Bewusstsein in den damaligen Ostblock-Staaten, wie wir sie damals nannten, dass ja. es dort verbreitet wurde. Und du hast dich also großen Gefahren oft ausgesetzt. Ja, das war manchmal schon spannend. Besonders das Schmuggeln von Büchern im Osten. Das war, wie sagt man, das war ein Nervenkitzel manchmal. Wow. Also wer das Wort Nervenkitzel sagt, der ist wirklich noch sehr gut aufgestellt in deutscher Sprache. Meine Komplimente. Ja, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wo kommst du her? Wo bist du? Wo hast du das Licht der Welt erblickt? Und was ist dein Background in den USA gewesen, bevor du das Krishna-Bewusstsein kennengelernt hast? Ja, gut, okay. Es fing alles bei mir an in diesem Leben in Upstate New York, das heißt nördlich von New York City. Mein Vater war ein Offizier im amerikanischen Militär und das hieß, dass wir ziemlich relativ öfters umgezogen sind, hier und da in verschiedenen Teilen der USA, bis ich die Jahre meines, wie sagt man, Teenage-Zeit in Südkalifornien verbracht habe. Und bin ich zur Uni gegangen, Universität California in Berkeley. Und das ist schon vielleicht interessant, deswegen, weil Berkeley zu der Zeit besonders, vielleicht jetzt immer noch, ein Mittelpunkt sozusagen für radikale Politik in Amerika. Und aber es war auch eine intensive Sammelpunkt für alle möglichen, sagen wir, kulturellen Erfahrungen, Mischungen. Unter dem war verschiedene spirituellen Gruppen repräsentiert. Und unter denen war auch die Hare Krishnas. Und zwar, man konnte es nicht vermeiden, die Hare Krishnas zu sehen und zu hören. Und zwar waren sie jeden Tag, also 5 Tage in der Woche, waren sie ganz neben der Haupteingang zum Universität und haben dort gesungen, gechantet den Hare Krishna Mantra mit Zimbeln und Trommel und alles. Maharaj, also, vielleicht ist auch nochmal interessant zu bemerken, dass das ja insgesamt auch eine sehr
interessante, spannende Zeit gewesen ist. Also von welcher Zeitphase sprichst du da jetzt gerade? Ja, das war, ich bin erst in 1969 an der Uni angefangen. Bis 1972 war ich dort und ja, das war eine spannende Zeit, weil Amerika war tief verwickelt in den Vietnamkrieg. Hm. Und wir Studenten waren mehr und mehr mit dieser Tatsache unzufrieden und haben es mehr und mehr geäußert, unsere Unzufriedenheit. So, und wie gesagt, Berkeley war ein Mittelpunkt der radikalen Studentenaktivitäten. Und ich war persönlich nicht so ein radikaler Student, also nicht äußerlich, aber man hat es alles begegnet, man hat alles erfahren. Und es brachte einem zu viel Denken über ja, die grundsätzlichen Fragen des Lebens, wenn man so will. Hm. Ja, nach 2 Jahren und etwas bin ich ausgetreten aus der Uni, bevor ich meinen Abschluss gemacht habe. Und wollte sozusagen die Welt sehen. Du warst also so eine Art, man nennt das, glaube ich, Dropout. Sagt man so, ja, ein Uni-Dropout. Hm. Ich hatte angefangen, Architektur zu studieren und habe festgestellt, nein, ich bin kein Architekt. Ja, bin ich nach Europa gereist und herumgetrampt und bin in Deutschland gelandet. Ein Zeit lang habe ich in Wuppertal gewohnt, so 5 Monate lang habe ich gearbeitet in ein Büro, in eine Fabrik. Und dann habe ich mich ganz intensiv überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und es ist mir eingefallen, dass in den bei den Berkeley Universität gab es diese Hare Krishnas. Die waren ja immer glücklich. Ich habe es gemerkt. Was hatten sie? Sie haben bestimmt nicht Drogen genommen. Aber sie waren immer glücklich. Vielleicht gibt es welche hier in Deutschland und dann kann ich sie endlich mal richtig kennenlernen und herausfinden, um was es geht. Und wenn Sie hier in Deutschland sind, man muss natürlich verstehen, und in der Zeit, 1972, gab es kein Internet und so weiter. Man könnte nicht einfach schauen, wo sind die Hare Krishnas in Deutschland. Man musste sie suchen. Und ich habe es überlegt, wenn Sie in Deutschland sind, sind Sie bestimmt. Dann, wenn ich ein Hare Krishna wäre, sagen wir mal so, und ich habe sie in Berkeley erfahren, dann würden sie nach Unistadt Heidelberg gehen. So habe ich gedacht, ich fahre nach Heidelberg. Heidelberg ist so und so ein sehenswürdige Stadt. Also bin ich nach Heidelberg gefahren mit einem Freund. Und ja, praktisch ohne Verzögerung habe ich dann 3 Devotees gesehen.
Hauptstraße in der Quadrat beim Brunn in Heidelberg. Marktplatz. Ja, habe ich sie gesehen. Da waren sie und haben gechantet. Und so also deine Vermutung lagst du dann goldrichtig. Genau. Ja, und habe ich mit denen gesprochen und eine von den drei war Shivananda. Entschuldigung, Shivananda Prabhu, der erste Schüler von Srila Prabhupada in Deutschland. Und er hat mir erzählt, wir praktizieren Bhakti-Yoga. Als er das sagte, bin ich so gut wie bereits überzeugt, ich bin hier gut gelandet, weil ich hatte über Bhakti-Yoga bereits gelesen, beziehungsweise ich habe über Yoga gelesen und es wurde über Bhakti-Yoga erwähnt, aber nichts weiteres erklärt. Außerdem, dass es in diesem Zeitalter machbar ist, wohingegen anderen Arten von Yoga so gut wie nicht möglich sind. So habe ich gedacht, Bhakti-Yoga, das klingt interessant. Was ist das? Shivananda Prabhu hat gesagt, wir praktizieren Bhakti-Yoga. Oh, okay. Das möchte ich jetzt kennenlernen. Ja, und so, the rest is history, sagen wir in Deutsch. Ja. Sagen wir in Englisch. Entschuldigung. So bin ich in Deutschland geblieben mit den Devotees und 23 Jahre später mit Ermutigung einige meiner Gottbrüder bin ich zurück an der Uni gelandet in Kalifornien. Um diesmal nicht Architektur zu studieren, sondern Religionswissenschaft. So, von Berkeley nach Santa Barbara wieder nach Berkeley, von Berkeley nach Oxford. Mit ein Semester in Halle, muss ich sagen, inzwischen. Bei Leipzig. Bei Leipzig, ja. Und zwar habe ich bengalische Sprache Einführung bekommen für ein Semester. Wow. Ja. Du kannst auch diese bengalischen Buchstaben lesen? Ja, das ist ja nur der Anfang. Okay. Nicht so schwierig. Also Devanagari-Schrift, Sanskrit, wie wir sagen, Sanskrit-Schrift und dann Bengali. Nicht so schwierig. Überhaupt nichts im Vergleich zu Chinesisch. Wow. Ja, genau, wo du das gerade ansprichst. Du warst auch in China. Ja, ich besuche China. Also wenn es kein Pandemic gibt, dann besuche ich China ja mehr oder weniger jedes Jahr. Ich habe auch doziert in Hongkong für 6 Semester an der Uni. Wow. Und das interessant drei, ist vielleicht. 3 Jahre kann man sagen, ne? 3 Jahre, 6 Semester? Ja, aber nein. Eigentlich habe ich das erste Jahr die 2 Semester Unterricht gegeben, aber dann über die nächsten 4 Jahre nur 1 Semester pro Jahr. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber
So haben wir das arrangieren können. Interessant ist vielleicht, dass ich jetzt neulich ein Buch veröffentlicht habe in chinesischer Sprache. Also ich habe es in Englisch geschrieben und es wurde übersetzt. Es ist eine Art Einleitung in der Bhagavad Gita und aber auch mit 4 Artikeln, die Vergleiche machen zu anderen religiösen Traditionen. Bhagavad Gita und Christentum, Bhagavad Gita und Buddhismus, Bhagavad Gita und Taoismus und so weiter. Und interessant ist, dass wir, es ist uns möglich gewesen, dieses Buch mit einem Universitätsverlag zu veröffentlichen, Yunnan University Press. Und das ist nicht so einfach, in solch ein Buch offiziell zu veröffentlichen in China, weil das muss alles durch Regierungsregeln erstmal genehmigt. Es muss erstmal genehmigt werden. Und normalerweise irgendetwas, was mit Religion zu tun ist, wird nicht genehmigt. So irgendwie aber ist dieses Buch genehmigt worden. Wow. Ja. Hast du da eine Erklärung für? Zum einen, weil der eine von denen in der Begutachter. Im Verlag war super positiv gegenüber uns und wollte das Buch herausbringen. Und er sagte, wir machen das irgendwie. Wow. Und es gab Momente, wo es schien, dass es nicht klappen wird, aber dann, ja. Und wir können vielleicht auch sagen, mit Gebete und irgendwie ist es möglich gewesen. Also ich kann mich erinnern, als ich damals beim BAGTA-Programm war in Heidelberg, da kamst du dann nach Heidelberg von einer Reise von China. Aha. Und hast Slides, also Dias, gezeigt. Ah, ja. Und auch Tamal Krishna Goswami war auch in China. Ich glaube, du warst mit ihm zusammen dort. Ja. Yeah. Und dann hast du schon so erzählt, wie man da, das ist jetzt ja auch schon über 30 Jahre her, aber damals war es wohl auch sehr gefährlich teilweise. Ja, gefährlich heißt, ich glaube, das Schlimmste wäre für uns als Fremde, dass wir, wenn was passieren würde, würden wir einfach, wie sagt man, ausgeschickt, ausgewiesen. Ausgewiesen, ja. Hm. Ja. Du hattest erzählt, dass, das fanden wir lustig, dass für die Regierung ist es in Ordnung, wenn Einheimische predigen, also ja, das Krishna-Bewusstsein auch öffentlich bekannt geben und missionieren nennen, würden wir es vielleicht nennen. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn ausländische Personen das tun. Ja und nein. Das heißt, es ist nicht so schlimm für Staatsbürger, aktiv zu sein, wenn, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern für sich privat. Das ist schon okay und vielleicht unter Freunde und so darüber zu sprechen. Aber es ist schon nicht, sagen wir, es ist nicht gewünscht,
dass es gepredigt wird, wie wir sagen. Und eben, es stimmt, dass Ausländer sind wirklich nicht gewünscht. Ausländer, Prediger sind wirklich sehr ja, nicht gewünscht. Und so ist das bis heute. Wir werden, sagen wir mal so, toleriert, unoffiziell, aber wir werden auch sehr beobachtet. Okay, okay. Und manchmal gewarnt, manchmal so, sagen wir, freundlich, aber streng gewarnt, nicht zu viel zusammenkommen auf in einem Platz und dergleichen, ja. Okay, okay, wow. Aber weil wir nichts gegen die Regierung haben und nichts gegen die Regierung sprechen, das, und weil wir so klein sind, verhältnismäßig, sind wir noch toleriert. Ja. Und wir versuchen zu zeigen, dass wir absolut nichts gegen chinesische Kultur haben. Dass eigentlich es gibt viele Aspekte von chinesischen Kultur, die wir gut finden, die gut zusammenpassen mit Krishna-Bewusstsein und so weiter. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben? Zunächst einmal, dass sie haben großen Respekt vor Tradition an sich. Und auf der anderen Seite sind sie sehr eingerichtet auf Modernisierung, aber die Regierung hat jetzt neulich in den letzten 10 Jahren oder so, sie haben jetzt oder mehr, sie haben jetzt den, wie sagt man, Konfuzismus, ja, etwa zurückgebracht als wertvoll. Und es wird gelehrt in den Schulen. Es gibt richtige dedicated Schulen für diese Tradition jetzt neulich. Und so. Yoga ist sehr populär in China. Es gibt Yoga-Studios überall. Und wir machen viele Programme in Yoga-Studios. Und ja, sie interessieren sich für Philosophie, habe ich gefunden. Ich persönlich, wenn ich China besuche, mein, sagen wir, Spezialität ist, Vorträge an Unis zu geben. Und bin ich dann eingeladen, bin ich nicht ein, ich komme als Akademiker, nicht als Hare Krishna. Und ich finde in verschiedenen Vorlesungssaale und so weiter, verschiedenen Themen, die ich bringen kann, ohne öffentlich über Religion zu sprechen. Und ich werde dann wieder eingeladen und so weiter. Und, ja. Das letzte Mal zum Beispiel bin ich eingeladen, einen Vortrag an der Zentralen Musikakademie in Beijing zu geben. Und das ist ein sehr
sehr berühmte Akademie, sehr respektiert und sehr groß. Und in diesen Akademie gibt es verschiedene Unterteilungen. Und der Chef von diesen einen Abteilung hat mich bereits eingeladen, bevor ich überhaupt meine Vorlesung gegeben habe, und zwar über Mantra, indische Musik, Upanishaden und so weiter, hat er mich eingeladen. Er sagt, wenn Sie wiederkommen, wir können es arrangieren, dass Sie anderen Musikschulen überall in China besuchen kannst. Wow. Können. Ja, und wir haben Kirtan gemacht zum Schluss. Wir haben Mridanga gebracht und wir haben Kirtan gemacht in diese zentralen Einrichtung, ja. Also ihr bringt das Krishna-Bewusstsein so durch diese Strategie über die Hintertür zu den Menschen. Well, Hintertür oder direkt, kann man auch sagen, direkt durch den Haupttür von den offiziellen Einrichtungen. Ah ja, verstehe. Ja, das klingt ja sehr, auch, ja, ich muss dieses Wort wieder benutzen, sehr spannend. Das kann schon spannend sein manchmal, ja. Ja, wir hatten gedacht, weil du bist auch du hast, glaube ich, sogar einen Studienführer über das Srimad Bhagavatam veröffentlicht, wenn ich das richtig erinnere. Also du hast dich sehr tief auch mit dem Srimad Bhagavatam beschäftigt, auch akademisch sogar, kann man sagen. Ja, also ich und ein sehr guter Freund von mir, ein Devotee in Amerika, leiten ein länger laufendes akademisches Forschungsprojekt über das Srimad Bhagavatam. Durch unser Zentrum in Oxford, das heißt Oxford Center for Hindu Studies. Das gibt es auf Internet zu sehen. Es gibt ein Webpage, kann man sehen, was wir da alles machen. Blenden wir auf jeden Fall ein. Und sagen wir, durch dieses Projekt haben wir zwei Bücher über das Bhagavatam veröffentlicht, beziehungsweise eine ist eine Sammlung von Artikeln nach Themen des Bhagavatams von verschiedenen Akademikern. Und das andere ist ist übersetzte Auszüge, etwa 10% vom ganzen Bhagavatam übersetzt, neu übersetzt. Wir haben also vom Sanskrit übersetzt, mit Zusammenfassungen von alles, was zwischen unsere Auszüge ist. Ja, und ja, die Bücher sind available. Die sind veröffentlicht worden von Columbia University Press. Okay. Maharaj, ich habe gedacht, wir haben natürlich nicht mehr die Zeit der Welt, aber vielleicht dürfen wir dich auch mal wieder einladen, dass wir vielleicht zusammen einmal noch in einen Vers gemeinsam schauen. Genau, machen wir es. Und zwar haben wir heute für alle, die ein Buch aus Papier und Karton haben und etwas Klebstoff, holt es euch aus eurem Regal. Wir sind im ersten Kanto, im achten Kapitel, die Gebete Königin Kuntis, und sind mittlerweile, ich blende euch das mal ein,
sind wir im Vers 23. Und ja, also Krishna Kshetra Swami, vielleicht, wir für uns, für die meisten von uns sind das ja Hieroglyphen, aber vielleicht kannst du uns einmal, wenn ich dich da so mal auf die Probe stellen darf. Ich hoffe, dass das nicht so klingt, aber ich glaube, es wäre okay. Für uns einfach mal eine Erfahrung, wenn wir sehen, dass jemand wie du, der du nicht geboren bist mit dieser Sprache, dass du tatsächlich diese Sprache so nicht nur entziffern, sondern auch lesen kannst. Vielleicht darf ich dir das mal so vors Gesicht halten. Okay, so. Yata Hrishikesha Kalena Devaki Kamsena Rudha Tichirang Shucharpita Vimochitaham Cha Sahatmaja Vibho Tvayaiva Natena Mahur Vipadganat. Ja. Wow. Und hier sehen wir das auf Deutsch. Scheint alles zu stimmen. Beziehungsweise romanisch. Ja, richtig, genau. Ja. Du kannst vielleicht das oder pass auf, du hast sicherlich auch was über die einzelnen Sanskrit-Wörter zu sagen, wie ich dich kenne. Da überlasse ich dir einfach mal das Feld. Okay. Wir können zunächst einmal einzeln durch die Sanskrit-Wörter mit Übersetzungen gehen und dann weiter. Yata, gleichsam. Man kann zunächst einmal sofort wissen mit diesem Ausdruck, es geht um einen Vergleich. Und man muss auch sagen, immer allgemein mit Sanskrit-Sprache, es ist eine sehr, sehr reiche Sprache, beziehungsweise das heißt, jedes Wort hat viele Bedeutungen und manchmal kann es sehr eine große Herausforderung sein, welche Bedeutung zu nehmen ist, oder es kann auch mehrere Bedeutungen geben, gemeint. Das heißt, es ist lediglich Poesie. Und Poesie ist bedeutungsvoll immer in mehrere Hinsichten oder von mehreren Seiten. So, Yata, gleichsam, Hrishikesha, der Meister der Sinne. So, Rishika bedeutet Sinne und Isha. So, das sind eigentlich zwei Wörter hier. Isha bedeutet Herr oder Meister. Kalena von dem Neidischen. Und ja, ich gehe nicht zu weit ein in den Grammatik, sonst kommen wir nicht durch. Devaki ist Devaki, die Mutter Shri Krishnas. So, Kunti Devi macht einen Vergleich in diesem Vers. Sich selbst mit Devaki. Kamsena von König Kamsa, Rudha, eingekerkert. Und man muss auch sagen, hier wird sehr, sehr kurz zusammengefasst einiges, was in sehr ausgedehnten Weise beschrieben wird im 10. Kanto, in den ersten, sagen wir, ersten, zweiten, dritten Kapitel. So, das wird alles beschrieben, wie Kamsa Devaki und ihr Mann Vasudev eingekerkert hat. Atichiram, für eine lange Zeit. So, Chiram bedeutet ein Zeitlauf und Ati bedeutet sehr, so sehr lange Zeit.
Shucha Arpita gepeinigt. Arpita wörtlich bedeutet, wie würde man sagen auf Deutsch, gegeben vielleicht. Vimochita befreit und Ahamcha auch mich selbst. So, hier kommt dieser Vergleich. Sie wird, sie drückt aus ihre Freude, wie sie von der Herr, von Krishna beschützt wurde, ähnlich wie Devaki von Krishna beschützt wurde. Saha Atma Ja. So, man sieht in den Vers, Sahatmaja, und hier wird es auseinandergestellt, Saha Atma Ja. So, wenn es, es kommt sehr viel vor in Sanskrit, dass mehrere, manchmal zwei, manchmal eine ganze Reihe Wörter zusammengeknopft wurden durch diese Striche. Nicht? Saha Atmaja. Und wie man das liest, ist eigentlich von rechts nach links. Nicht von links nach rechts. Damit meine ich, die Bedeutung liest man rechts nach links. Verstehe. So Ja bedeutet geboren. Und Atma bedeutet selbst. Und Atmaja, man weiß, das bedeutet ein Kind, jemand, der von einem selbst geboren wurde. Und Saha bedeutet zusammen mit. Saha Atmaja, mit meinen Kindern. Dann Vibho und größer. Wörtlich, es bezieht sich auf Krishna. Es ist, und man weiß von der Grammatik, dass Kunti spricht ihn direkt an. Vokativ. Genau, vokativ. Sonst würde das Vibhu sein, so Vibho. O großer. Tvaya Eva von dir, o Herr. Natena aus der Beschützer. Nate bedeutet Herr, aber hier wird es so verstanden als Beschützer. Muhu, ständig. Vipat genat. Und hier sieht man vom Vers Vipad genat. Und man mag sich fragen, wieso wird es Vipat genannt. Weil wenn man es auseinander trennt, dann kommt das Ursprüngliche, wie es sozusagen das Wort allein stehen würde. Aber wenn es zusammenkommt mit einem anderen Wort, dann kann es Änderungen geben. Das nennt man Sandhi. So Vipat genannt vor einer Reihe von Gefahren. Okay. Übersetzung. O Hrishikesha, Meister der Sinne und Herr der Herren, du befreitest deine Mutter Devaki, die der neidische König Kamsa lange gefangen gehalten und gepeinigt hatte, und du bewahrtest mich und meine Kinder vor einer Reihe ständiger Gefahren. Maharaj, wir haben für die Erläuterung haben wir zwei Vorleserinnen, die haben sich da ein bisschen drauf gut vorbereitet. Super, okay. Martina und Rasa Manjari, bitteschön. Okay, danke. Erläuterung von Srila Prabhupada. Devaki, die Mutter Krishnas und Schwester König Kansas, wurde zusammen mit ihrem Ehemann Vasudev eingekerkert, weil der missgünstige König befürchtete, von dem achten Sohn Devakis, Krishna, getötet zu werden. Aus diesem Grund tötete er alle Söhne Devakis, die vor Krishna geboren wurden,
Aber Krishna entkam der Gefahr, ermordet zu werden, da er zum Hause Nanda Maharaj gebracht wurde, der sein Pflegevater wurde. Auch Kunti Devi wurde mit ihren Kindern aus vielen Gefahren gerettet. Kunti Devi wurde jedoch mit größerer Gunst gesegnet, da Sri Krishna die anderen Kinder Devakis nicht rettete, die Kinder Kunti Devis hingegen alle. Dies geschah, weil Vasudeva, der Ehemann Devakis, noch lebte. Kunti Devi aber eine Witwe war und somit niemanden außer Krishna hatte, der ihr hätte helfen können. Einem Gottgeweihten, der sich in größter Gefahr befindet, gewährt Krishna größere Gunst. Es kann daher zuweilen vorkommen, dass Krishna seine reinen Geweihten in gefahrvolle Lagen bringt, weil der Gottgeweihte in einem solchen Zustand der Hilflosigkeit noch mehr Anhaftung gewinnt. Je stärker die Anhaftung an den Herrn ist, desto größer ist der Erfolg des Gottgeweihten. Und vielleicht noch einmal den Vers. O Rishikesha, Meister der Sinne und Herr der Herren, du befreitest deine Mutter Devaki, die der neidische König Kansa lange gefangen gehalten und gepeinigt hatte. Und du bewahrtest mich und meine Kinder vor einer Reihe ständiger Gefahren. Ja. Soll ich jetzt ein bisschen weiter darüber sprechen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich, ich schaue gerade mal auf unsere Uhr. Ja, genau. Wir haben streng genommen fast 10 Minuten Zeit. Okay. Aber vielleicht kannst du so, was ist für dich so der wichtigste Punkt, die wichtigste Botschaft auch aus dieser Erläuterung? Okay. Ja. Zunächst einmal ist zu merken, würde ich sagen, dass Kunti Devi sehr wohl bewusst darüber ist, dass sie und ihre Kinder tatsächlich von Krishna beschützt wurden. Und hier ist ein, sagen wir, breiteres Thema in Bezug auf den Schrift, den Mahabharata. Was hier beschrieben wird, was hier erwähnt wird, ist sehr, sehr ausführlich im Mahabharata beschrieben. Doch das Srimad Bhagavatam, besonders den ersten Kanto, gibt eine Art Kommentar zum Mahabharata. Weil im Mahabharata ist es nicht so direkt zu verstehen, dass es Krishna war, der Kunti Devi und ihre Kinder, die Pandavas, beschützt hatte. In Mahabharata, Krishna ist meistens ziemlich im Hintergrund. Und er gibt manchmal Vorschläge, er gibt manchmal Anweisungen. Die Bhagavad Gita ist Krishnas Anweisungen an Arjuna. Und manchmal, vielleicht soll ich das Wort nicht benutzen, aber manchmal manipuliert er ein bisschen so von hinter den Kulissen, wie die Dinge laufen. Und nach dem ganzen tragischen Drama von Mahabharata, wir sehen jetzt hier, wo Krishna bereitet sich vor den Pandavas und Kunti von sie vorzugehen und zurück nach Dwaraka. So, er bereitet sich zu sagen, okay, jetzt habe ich ich habe geholfen, wie ich kann, und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und Kunti Devi drückt ihr Dankbarkeit aus.
So, Dankbarkeit ist ein Thema in diese Gebete überhaupt von Kunti. Und ja, davon können wir viel lernen. Gratitude, Dankbarkeit. Krishna, eine seiner unzählige Eigenschaften, unter dem werden besonders 64 Eigenschaften gezählt. Und eine davon in Sanskrit heißt Krita Gya. Wortwörtlich Krita Gya bedeutet bewusst, dass etwas getan wurde. Und es wird übersetzt als Dankbarkeit. Und ja, wir wissen alle, Dankbarkeit ist eine wunderbare Eigenschaft. In Krishna-Bewusstsein, wir wollen Dankbarkeit kultivieren. Und sagen wir, die Quelle dieser Dankbarkeit ist das Erkenntnis, dass letztendlich alles, was wir bekommen, kommt von Krishna, vom höchsten Herrn, sodass alles Gute, sogenannt Gute, alles sogenannt Schlecht, alles kommt von Krishna. Und über alles, gut oder schlecht, wollen wir lernen, dankbar zu sein. Es wird also in übernächsten Vers, glaube ich, wird Kunti Devi ein ganz erstaunliche Bitte bringen, was dies sehr stark repräsentiert, diese Haltung von Kunti Devi, dass sie über alles dankbar ist, nicht nur das Gute. Denn sie wird Krishna beten, bitte gib mir weiteren Schwierigkeiten. Wer betet zu Gott für Schwierigkeiten? Ja. Ja, da ist sie herausstechend mit diesem Gebet, nicht wahr? Genau. Also ich denke, im ganzen Srimad Bhagavatam ist das so Nummer eins, diese Haltung, die da zum Ausdruck gebracht wird. Ja, es ist ziemlich unglaublich, wenn wir das lesen, denken wir, ja, das ist super, aber so ein Gebet bringe ich Krishna nicht da. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, warum hat sie nach Schwierigkeiten oder für Schwierigkeiten gebetet? Ja, das ist in den Vers bereits von Kunti Devi erklärt. Vipada santuta shashva tatra tatra jagatguru bhavato darshanam yatsyat apunar bhavadarshanam. Weil wenn ich Schwierigkeiten erfahre, was mache ich? Dann nehme ich Zuflucht bei dir, Krishna. Und wenn ich Zuflucht bei dir nehme, dann ist es garantiert, dass ich nicht wieder in diesem leidvollen materiellen Welt Geburt nehmen muss. Mhm. Und ja, das Sanskrit ist wirklich sehr poetisch in diesen Verses. Es hat ein Wort, eine gewisse Wortspiel eingebaut. Ja. Wow. Ja, Krishna Kshetra Swami, ich glaube, wir müssen dich unbedingt mal wieder einladen, wenn wir dürfen. Vielleicht gerne. Können wir ja hinter den Kulissen da mal in absehbarer Zeit wieder einen Termin machen. Machen, okay, gut. Du sprachst von Krita Gya. Ich bin mir bewusst darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns etwas über dein Leben und über das Srimad Bhagavatam zu präsentieren. Und dafür ein großes Dankeschön. Ebenfalls, vielen Dank. Und
Nächstes Mal brauchen wir nicht so viel Zeit über mich sprechen. Wir können mehr über das Bhagavatam sprechen. Ich hatte erst die Idee, weil ich hatte das bereits mit Vaidyanath, mit Jaigora und auch mit Mother Dinasharana gemacht, dass sie einfach mal ohne Zeitlimit ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Und bei Vaidyanath waren es, glaube ich, sogar 12 Folgen, 12 Episoden. So, habe ich erst gedacht, ob ich dir auch diesen Vorschlag mache. Aber dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich erstmal Krishna Kshetras Maharaj in meine Sendung bekommen. Und wie kann ich ihn locken? Wie kann ich ihn in unsere Sendung locken? Und dann wusste ich, wenn man Krishna Kshetra Maharaj mit etwas locken kann, dann ist es das Srimad Bhagavatam. Da habe ich gedacht, so schaffe ich das vielleicht. Und dann vielleicht später kann ich ihn immer noch vielleicht begeistern, vielleicht noch mehr Details. Du hast uns ja heute nur so einen kurzen Überblick gegeben, aber vielleicht mal so ein bisschen in die Details gehst, wie ihr zum Beispiel Bücher geschmuggelt habt oder so. Das sind natürlich schon spannende Geschichten. Ja, gut. Können wir mal machen. Okay. Ich bedanke mich auch bei allen Zoom-Teilnehmern, die hier mit dabei waren. Und wenn ihr mögt, schaltet doch gerne nochmal eure Mikrofone ein, eure Kamera auch. Und dann können wir dem Krishna Kshetra Maharaj mal einmal unsere Dankbarkeit zeigen mit einem gemeinsamen Hari Bol. Ich zähle den Countdown runter und ihm alles Gute wünschen, auch für seine Gesundheit und für seine Projekte, die er noch hat in China und auf der ganzen Welt. 3, 2, 1. Hari Bol! Gaura Premanandi. Und wenn du magst, Krishna Kshetra Swami, wir singen zum Schluss noch 2 Durchgänge Hare Krishna. Ich habe eine Ukulele. Aha, okay. Und wenn man etwas nicht so gut auf Zoom machen kann, ist es leider Kirtan, aber wir versuchen es mal für 2 Durchgänge. Okay. Ah, also ich singe einmal vor, ihr singt einmal hinterher zusammen mit Krishna Kshetra Maharaj. Na, 2 Durchgänge und dann verabschieden wir uns. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, 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 Hare. Alles gut. Hare Bol. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.